Der Longline Winner ist einer der wichtigsten Schläge im Tennis. Aus einer Cross-Rallye geschlagen, bringt dieser Ball euch letztendlich den Punktgewinn. Umso wichtiger, das im Training zu üben, und wie das funktioniert, das zeige ich dir in meinem neuen Video. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Martin und willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem Kanal dreht sich alles rund ums Tennistraining. Bist du auf der Suche nach Übungsformen, auf Tipps und Tricks für dein Tennistraining? Dann lass mir doch ein Like da, abonniert meinen Kanal, drück auf die Glocke und verpasst kein Video mehr von mir. Vielleicht erinnerst du dich noch an mein letztes Video. Da hatte ich euch die Übungsform Richtungswechsel vorgestellt. Da ging es darum, aus einer Cross-Rallye den Longline-Ball zu üben. Also beispielsweise Vorhand-Cross und dann den Vorhand-Longline-Ball zu üben. Oder Rückhand-Cross und den Vorhand-Inside-In zu üben. Da hatte ich euch 4 Variationen gezeigt und wie ihr das üben könnt. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch vielleicht nochmal an, ergänzend zu dem kommenden Video. Denn heute soll es nur darum gehen, wie ihr aus einer Cross-Rallye mit einem Vorhand-Longline-Schuss oder Rückhand-Longline-Schuss den Punktgewinn machen könnt. Also es geht um Gewinnschläge, um Winner, und ich möchte euch jetzt hier eine Übungsform dazu zeigen. 2 Varianten möchte ich euch gerne vorstellen. Einmal eine Variante, in der ihr das Ganze nur mit eurem Schüler üben könnt. Ihr könnt das Ganze im Einzeltraining machen oder eben halt auch in der Gruppe. Besser ist es im Einzeltraining, werde ich euch auch gleich erklären, warum. Und als zweite Variante möchte ich euch das Ganze auf Wettkampfbasis mit Aufschlag in einer Spielform zeigen. Als allererstes müssen wir die Übung aufbauen, und das Einzige, was ihr dazu braucht, sind diese Feldtrainer, diese Plättchen. Und ich mache mich jetzt kurz ans Aufbauen und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, das war's auch schon mit dem Aufbau für die erste Übung. In der ersten Übung geht es jetzt nur darum, den Longline Winner zu üben aus einer Cross-Situation. Wir haben eine Cross-Rally, das kennt jeder von euch im Spiel. Wir haben ein Vorhand-Cross-Duell und jetzt möchtet ihr den richtigen Ball nehmen. Und was meine ich mit richtigen Ball? Der Vorhand-Longline-Ball oder der Rückhand-Longline-Ball sind immer schwierige Bälle, weil ich natürlich auf dem Longline-Ball über das erhöhte Netz spiele. Ein Longline-Ball ist auch natürlich in der Distanz immer etwas kürzer, als es ein Crossball ist. Und das heißt, ich muss bei dem Longline-Winner sehr präzise spielen. Und das macht ihn eben halt auch so schwierig. Wenn ihr diesen Ball allerdings beherrscht, könnt ihr unheimlich gut die direkten Punkte machen. Und ihr habt natürlich immer eine Waffe in der Hand gegen euren Gegner. So, worum geht es jetzt hier in der ersten Übung? In der ersten Übung, ich habe mir 2 Trefferfelder gemacht. Und jetzt habe ich hier das Trefferfeld für den Rückhand-Longline-Winner, wenn ich mit dem Schüler drüben spiele. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich Einzeltraining mache. Ich habe Trainer und Schüler und hier ist das Longline-Feld für den Longline-Winner des Schülers. Was ist jetzt die Aufgabe in der ersten Übung des Trainers? Der Trainer soll mit dem Schüler eine Vorhand-Cross-Rallye und im zweiten Punkt eine Rückhand-Cross-Rallye spielen. Dabei ist es die Aufgabe des Trainers, den Ball einfach nur cross zurückzuspielen und natürlich je nach Spielstärke des Spielers individuell Bälle anzubieten, wo es sich natürlich lohnt, für den Schüler auf den Longline-Ball zu gehen. Das heißt, es hat jetzt natürlich keinen Sinn, wenn ihr als Trainer den Ball immer volles Rohr hinten lang reinprügelt. Da wird sich der Schüler wahrscheinlich nicht trauen, auf den Longline-Ball zu gehen, sondern ihr sollt einen guten Mix, einen gesunden Mix spielen aus langen und kurzen Bällen und immer wieder auch den Schüler dazu verleiten, auf diesen Longline-Ball zu gehen, quasi diesen Longline-Ball anzubieten. Denn das ist natürlich auch das, was später im Match die Regel ist, über ein gutes Cross-Spiel euch eine Situation erschaffen, dass ihr mit dem Vorhand-Longline oder dem Rückhand-Longline den Punkt gewinnen könnt. Und genau darum geht es jetzt in der ersten Übung. Also der Trainer spielt nur Vorhand-Cross und der Schüler hat jetzt die Aufgabe, von sich aus zu wählen, wann gehe ich auf den risikoreichen Ball, wann spiele ich den Ball in diesen Korridor. Und da gibt es jetzt eine ganz nette Zählweise. Ich nenne sie Fahrstuhl. Und zwar funktioniert das wie folgt. Wir starten bei 10 Punkten. Und immer wenn der Schüler den Longline-Schuss probiert, gibt es Punkte für seinen Ball. Ja, und ich zeige euch mal, wie das jetzt hier funktioniert. Beispielsweise, er spielt den Vorhand-Longline-Winner. Und er spielt den Vorhand-Longline-Winner in den vorgesehenen, in den gezeichneten Korridor. Dann bekommt dieser Schüler 2 Pluspunkte. Das heißt, wenn wir bei 10 starten, ist es das Ziel für den Schüler, mich auf 0 zu spielen. Und für mich als Trainer ist es,
ich habe gewonnen, ist das Spiel vorbei, wenn ich auf 20 bin. Also genau auf der Mitte starten wir, in der Mitte. Und ihr müsst euch das wie ein Fahrstuhl vorstellen. Auf 20 hat der Trainer gewonnen, auf 0 hat der Schüler gewonnen. So, jetzt angenommen, der Schüler spielt den Winner in das Feld, dann bekommt der Schüler plus 2 Punkte. Das heißt, der Schüler oder der Spielstand lautet 8. Ja, also 10 minus 2 sind 8, plus 2 für den Schüler, deswegen 8. Und jetzt kann es natürlich sein, dass der Schüler in diesem Bereich spielt oder in diesem Bereich, also kürzer. Ja, also das muss natürlich kein schlechter Schlag sein. Und deswegen sage ich hier, dass hier plus minus 0 herrscht. Das heißt, wenn der Spieler diesen Bereich trifft im Feld, bleibt der Spielstand unverändert. Hatte ich vorher 8, hat der Schüler danach immer noch, steht es immer noch 8 Punkte. So, jetzt kann es natürlich sein, dass der Schüler ins Netz schlägt, seitlich ins Aus oder lang ins Aus spielt. In diesem Fall bekommt der Schüler minus 2 und der Trainer plus 2. Das heißt, wenn wir vorher 8 haben, sind wir wieder bei 10. Und so weiter und so fort. So ist das Spielprinzip. Wir spielen einmal einen Ball auf der Vorhand-Cross-Seite und einmal einen Ball auf der Rückhand-Cross-Seite. Wichtig ist, wenn dazwischen jetzt ein Fehler passiert, ist das nicht schlimm, dann zählt das nicht in den Spielstand. Denn es soll jetzt hier nur um den Schwerpunkt gehen, den Vorhand-Longline- oder Rückhand-Longline-Schlag Winner zu üben. So, und dann müssen wir natürlich sehen, es kann jetzt sein, dass dieses Spiel relativ lange dauert, weil jetzt nehmen wir mal an, der Schüler trifft 2, 3, 4 da rein, macht dann wieder 3, 4 Fehler, also es ist immer so ein Mix und dann kann die Übung unter Umständen relativ lange dauern. Deswegen limitiere ich das Ganze auf 3 oder 5 Minuten, das Ganze ist euch überlassen, wie lange ihr das spielen lasst und ich sage dann, irgendwann einen, am besten stoppt ihr es korrekt mit der Uhr. Ihr könnt natürlich das Ganze auch auf Gefühl machen und dann eben dem Schüler eine Restzeit anbieten. Ja, dass man eben halt sagt, letzte Minute und es steht vielleicht 16 für den Trainer. Das seht ihr auch gleich im Beispiel. Und dann ist es natürlich so, dass der Schüler dann gezwungen wird, eben halt auch schwierigere Bälle zu nehmen. Also er hat natürlich dann nicht mehr die Zeit, nur Cross, Cross, Cross zu spielen, sondern er nimmt dann auch schwierigere Bälle und dadurch wird die Übung dann natürlich noch so ein bisschen hinten raus unter Drucksituation den Longline zu spielen, sehr, sehr interessant. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, zeige ich euch jetzt. Auf geht's, nochmal. Ach Mann. Neutral, 0, bleibt bei 10. Sehr gut. Plus 2 sind 8. Minus 2 sind 10. Komm. Knapp aus. Minus 2. Neutral, bleibt bei 14. So, noch eine Minute, wer dann führt, gewinnt. Wer über 10 ist oder unter 10. Aus. Minus 16, also 16 minus 2. Aus, minus 2 sind 18. Matchball für mich. On the line, sehr gut, im Feld. Plus 2 sind 16. Sorry. Zu kurz, bleibt bei 16, noch 30 Sekunden. Sorry. Hier. Ja. Bist du bei 14, genau. 16 hat es. 14. Noch 15. Hier.
10, ja, 12, 9, 8, 7, 6, 5, minus 2, damit los. Kommen wir jetzt zur zweiten Übung, nämlich Wettkampfbasis und das Ganze mit Aufschlag. Hier ändere ich ein bisschen was. Ich lege jetzt meine Trefferfelder nämlich raus, meine Links-Rechts-Trefferfelder und markiere nur die Mitte. Das mache ich jetzt, also bis gleich. So, einmal die Mitte abgesteckt und das Ganze mache ich dann auch noch drüben auf der Seite, wo der Schüler steht. Und jetzt geht es um Folgendes. Wir versuchen, eine Situation zu erschaffen, in der es in eine Cross-Rallye geht. Das heißt, der Schüler schlägt auf und der Trainer kann jetzt entscheiden, von wo er hier oder in welchen Bereich, entweder auf die Vorhand oder auf die Rückhandseite, er retourniert. Das heißt, ich als Trainer werde den Aufschlag des Schülers ins Feld blocken, entweder auf seine Vorhand oder seine Rückhand. Der Schüler hat dann die Aufgabe, je nachdem, in welches Feld ich getroffen habe, eine Cross-Rallye zu starten. Das heißt, spiele ich auf die Vorhand den Return, dann wird sich auf dieser Seite jetzt hier eine Cross-Rallye ergeben. Der Schüler muss dann noch einmal Cross spielen und der Trainer hat die Aufgabe, so wie wir es eben gerade im Erwerb gemacht haben, den Ball Cross zu halten. Er spielt nur den Ball Cross zurück. Und der Schüler hat jetzt die Aufgabe, mit einem Longline-Ball, mit einem Longline-Winner auf den direkten Punkt zu geben. Und jetzt können wir das Ganze belohnen. Wir belohnen einen super Winner. Wenn der Schüler einen guten Winner geschlagen hat, belohnen wir das mit der doppelten Punktzahl. Das heißt, spielt der Schüler einen Winner, an dem der Trainer nicht mehr rankommt, erhält der Schüler die doppelte Punktzahl. Ansonsten wird es in diesem Spiel ganz normal gezählt. Wir zählen beispielsweise bis 11 oder gleich in meinem Beispiel mache ich es ein bisschen verkürzt bis 5. Ihr könnt das bis 11, bis 15 spielen, wie ihr wollt. Und ansonsten zählt jeder Punkt einfach. Heißt, wenn der Schüler aufschlägt, ich spiele den Ball auf die Vorhand des Schülers und der Schüler spielt den Ball cross raus und spielt den Ball neben das Feld, dann steht es 1-0 für den Trainer. Gleichermaßen zählen natürlich auch Fehler des Trainers. Wenn der Trainer den Ball eben nicht Vorhand cross spielt oder Datenfehler macht, kriegt natürlich der Schüler den Punkt. Wenn der Schüler auch über den Cross einen Winner macht, auch dann gibt es einen Punkt für den Schüler. Es ist aber natürlich nicht das Ziel, Cross, Cross, Cross zu spielen, sondern der Schüler soll natürlich schauen, sich über die Cross-Seite, über dieses Cross-Duell eine gute Situation zu erschaffen. Beispielsweise eine gute Situation wäre, wenn der Schüler es schafft, mit einem guten Crossball den Trainer hier aus dem Feld rauszulotsen, also dass er quasi raus muss und dann den Longline ansetzt. Also es ist immer auch so ein bisschen natürlich Taktik da und das macht die Übung sehr interessant. Und wie das Ganze jetzt im Praxisbeispiel aussehen kann, mit Aufschlag, zeige ich euch jetzt in einem Spiel gegen meinen Trainingsschüler. Spielen. Gut. Come on. Ja. Sehr gut, okay. Ja, perfekt.
Kurz. Ich hoffe, euch haben die zwei Übungen gefallen und ihr könnt es mal mitnehmen in euer Tennistraining. Ist wirklich ein sehr wichtiger Ball und ich persönlich mache eine Vielzahl an Punkten dadurch, dass einfach zum Beispiel meine Rückhand Longline einer meiner stärksten Schläge ist. Ich kann die aus jedem Bereich spielen und natürlich muss man da immer auch sehen, wann spiele ich ihn und das kann man mit dieser Übung wunderbar üben. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen zu dieser Übung habt, lasst es mich wissen in den Comments. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Martin.